Abend und Fern. Ich bin hocherfreut, so viele Leute zu sehen an unserer Cocktailauer in Bern. Ich würde mir wünschen, dass das jedes Mal so wäre. Und das, ich nutze natürlich jetzt die Gelegenheit für denen, die es nicht wissen, zu sagen, dass die Cocktailauer, wie wir das nennen, oder die Berner können auch Stammtisch sagen, das findet jeden dritten Donnerstag vom Monat statt. Und zwar genau hier, aber zwei Stöcke tiefer. Und dann machen wir entweder so etwas wie hier, vielleicht ein bisschen kleinerer Rahmen oder in einem ähnlichen Rahmen. Und wenn wir keinen Referent haben oder kein Referat haben, dann gehen wir direkt an den Stammtisch und etwas über Tesla und die Welt philosophieren und diskutieren. Einfach, dass ich es gesagt habe. Und für jetzt überzuleiten zum heutigen Abend, erfreut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, wenn ich das Wort brauche, eine hochkarätige, einen Gast dürfen oder Referent dürfen, zu finden für uns. Weil als Teslist ist das autonome Fahren, oder wie der Mask immer sagt, FSD, Autopilot, das ist natürlich der Traum von jedem. Und die Frage, wann kommt jetzt das endlich? Wann können wir jetzt das? Warum können wir in der Schweiz über die App nicht auf Kameras zugreifen? Von der Ebene aus. In Deutschland dürfen sie das, weil die Schweiz wieder ein anderes Gesetz. Alles noch Fragen und gehst dann natürlich die Runde um. Die eine oder andere Frage, da bin ich überzeugt, wird es die Jürgen Röttlisberger, seines Zeichens Direktor vom Bundesamt für Strassen, der in seiner Funktion zuständig ist für die reglementarischen Abwägungen in diesem Kontext, heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vor allem ein bisschen Klarheit schaffen, dass wir nicht mehr mit Halbwahrheiten müssen rumgeistern. Das war eigentlich unser Hauptziel gewesen, dass wir wissen, was sind Fakten. Auf was basiert FSD bzw. dessen Zulassung in der Schweiz? Was können wir da erwarten? Was ist der aktuelle Stand? Und ich werde in diesem Sinne nicht länger werden. Herr Röttlisberger, herzlichen Dank schon zum Voraus. Und the stage is yours. Begrüßen Sie weiterhin den herzlichen Applaus. Vielen Dank. Ist Berndeutsch gut? Also vielen Dank. Früher wäre das der Ruf von Petrolheads. Heute sind das Techheads. Und wir fühlen uns begleiten noch ein bisschen alles, muss ich nehmen sagen. Aber wir sind alle in die Quellen und in den Tätigkeiten, zu schreiben die Regierung, zu schreiben mit den schönen Bildern, sehr von den Stürzfahrten und Ausfahrten. Das kann man elektrisch machen, oder verbrennertechnisch, mit Fossilen, oder vielleicht auch mit Biofuels oder E-Fuels, oder was es denn zu viel gibt. Ich möchte euch heute zeigen, wie die Mobilität sich wird verändern, was wir dafür tun, in eurem Auftrag, in eurem Namen. Und natürlich mit einem Schwerpunkt für das automatisierte Fahren. Das autonome Fahren, das ist eine Teilmenge vom automatisierten Fahren, das ist dann wirklich die letzte Ausprägung. Die werden noch nicht ganz so schnell sehen, vor allem mit den komplexen Verkehrsverhältnissen. Die werden vielleicht sehr auf irgendwelche Firmen gelandet, aber das automatisierte Fahren, das werden wir relativ schnell sehen. Also zuerst möchte ich Ihnen zeigen, was Mobilität und Identität sind, und wie wir damit umgehen und was wir in eurem Namen machen. Und ganz sehr viel mit dem Entwicklung. Astra ist Bundesamt für Strassen. Und wir haben rund 650 Mitarbeiter an neun Standorten. Das sind vor allem Ingenieure, Automobilingenieure, Bauingenieure und Elektroingenieure. Und dann ungefähr 100 Juristinnen und Juristen, die die ganze Strassenkreisgesetzgebung machen. Aber dann natürlich auch Zulassungsrahmen von Fahrzeugen. Daneben haben wir rund 1300 Orange-Mitarbeiter, die in 50 Werkläufen. Also wir haben ja absolut operative Aufgaben, das Ganze unterhalten und
und betrieblich unter anderem der Autobahnen, der ist unsere Verantwortung. Und so haben wir noch ein Jahresbudget von 6,3 Milliarden Franken. Zum einen ist natürlich Investitionsgeld in die grossen Projekte. Und wir haben rund 13.000 Bürgerbriefe pro Jahr. Und die meisten sind sehr negativ bis negativ. Und sie gehen alle Lärmschutz nach. Und der Baustelle viel und zu wenig zu gut, zu wenig und zu schlecht führen. Und so kann das immer an. Das ist das, was wir sind. Das ist die Mobilität von der Schweiz. Also wir sind jetzt Bahnland Nummer 1 weltweit, kein anderes Land. Auch Japan nicht, aber dann ist es Bahn Nummer 2, wo mehr Personenkilometer abteilungsmässig gefahren werden mit der Bahn als in der Schweiz. Trotzdem ist das rote Anteil die Wahrheit. Also rund 11,5% der Personenkilometer werden in der Schweiz auf die Bahn gemacht, das sind Seilbahnen im Begriff. Das heisst nichts anderes, als dass auch in der Schweiz 88%, 100% vom Langsamverkehr, ein Drittel vom Öffentlichen, jedes Tram, jeder Bus, 88% der Personenkilometer werden auf der Straße gemacht. Das ist weder gut noch schlecht, das ist ein Fakt. Beim Güterverkehr sieht es anders aus, das sind die zwei rechten Güter von euch aus gesehen. Im Binnenverkehr auch wieder sind rund 80% der Tonnenkilometer auf der Straße, auf dem Pneu. Aber im transitierenden Verkehr sind 80% auf dem Stahlweg. Also Grenze, Grenze. Das ist nicht absolut Weltmeister. Das Nummer 2 ist Österreich. Und sie haben 27% auf dem Stahlweg, Grenze, Grenze. Und dann kommt das Nummer 3, Frankreich, die 14%, der kommt auch niemand mehr. Einfach, dass man sehen. Also die Verlagerungspolitik, und wir mehrfach darüber abgestimmt haben, die ist sehr wirksam, aber das ist Grenze, Grenze. Und nicht den Verkehr, das kann man nicht zahlen. Da ist einfach die Chance enorm effizient. Das sind 6 Megatrends, unter diesem Eindruck wir stehen. Ihr könnt die Präsentation haben, die wir euch zur Verfügung stellen, selbstverständlich. Wir haben das Verkehrswachstum, Bevölkerungswachstum, Wohlstandswachstum, ja, bis 2040 oder auch früher aus. Also die 10,4 Millionen Schweiz, die hinterlegen wir in unserer Verkehrsprognose, vielleicht ist es noch mehr, vielleicht weniger. Digitalisierung. Mobilität 4.0, das ist das Thema, das hier schwerpunktmäßig interessiert. Dekarbonisiert, fast ein No-Brainer mit drin, müssen wir diskutieren. Und wir sehen das sehr entspannt, wir müssen ohnehin aus dem fossilen Treibstoff raus, wenn nicht heute, dann spätestens 40 Jahre, wenn das flüssig- und gasförmige fossile Energieträger einfach nicht billig aus dem Boden zu holen sind. Also in dem Moment kommt sowieso, wir haben in den 70 Jahren noch das Leben drin, noch erinnern, diskutiert über Peak-Oil und man kommt sehen, in den 80er Jahren ist Peak-Oil, also wenn man eine maximale Verfügbarkeit hat, dann geht es zurück. Das Peak-Oil hat sich sehr verschoben, es ist nie wirklich gekommen, aber wenn man dann sieht, wie zum Beispiel in Amerika, in Kanadier, wo sehr im Ölsamt Öl und sehr pressen, das tut weh, das ist ein so kampfreies Verhältnis. Und in dem Sinne merkt man, dass auch das geht. Und wenn wir es jetzt machen unter dem Eindruck von der Klimathematik, dann machen wir es das. Also das ist für uns gegessen, es geht nicht um die, wie wir das unterstützen und wie mit welchen Disruptionen auf der Preisfront wir das machen. Dann der vierte Trend ist jetzt sehr ausgeprägt. Das ist der Langsamverkehr. Und zwar in der Freizeit, aber auch im täglichen Gebrauch. Und Freizeit. Und dann Infrastrukturfinanzierung. Wir haben bisher immer Geld gehabt, die Schweiz, aber es wird doch langsam ein Thema. Und auch die Schweiz wird nicht mehr einfach alles mit Geld können zudecken. Wir merken jetzt die Diskussion auch mit der Armee, aber auch in anderen Thematiken. Der Bund schreibt dunkler an, Kanton schreibt dunkel schwarz, selbst der Kanton Bern schreibt schwarz, und das ist in der Regel so. In diesem Sinne ist Infrastrukturfinanzierung neue Anführung, und wir leben heute, also die 6,3 Milliarden, die wir ausgeben pro Jahr, in eurem Auftrag, das ist vor allem die Treibstoffsorge, das sind wir alle Steuern, die bei uns natürlich können. Die Frage ist, wie das dann sind. Und dann gibt es einen sechsten Trend, und ich möchte den zusammenfassen unter Landschaft und Boden. Ja, wir können es auch vielleicht zusammenfassen unter irgendwo enge und viele Leute fühlen sich ein bisschen dem Thema verpflichtet. Und das sind dann die konkreten Folgen, also das sind Vorgaben für uns als Infrastruktur, Betriebe.
und als Mobilitätsverantwortlich, dem Verband übrigens so, aber er hat noch genau in der Organisation von Energieproduktionsstätten, wie zum Beispiel der Strom oder der Windräder und so. Das ist eine Bodenstrategie, die sehr wahrscheinlich ist, also man muss sich vorstellen, man hat das beschlossen, das ist schon die Vorgabe. Und jetzt haben wir den Bodenvertrag. Also wie machst du das? Das ist schon schwierig. Das ist eine enorme Bindung. Und die Vermittlung von Drehwirkung, ja, das heisst, wir korrigieren mit Drehklärungen und allem, was wir als unsere Kunden dann natürlich auch gesehen auf der Autobahn. Also das ist so wie ein sechster Trend, wo in der Schweiz auch alle sehr hoch haben, die Umweltfragen generell, also minimieren vom Bodenverbrauch und maximieren von der Umwelt, das ist an sich sehr gut, aber es hat für uns dann sehr restriktive Vorgaben, wo man dann sehr verlangen und langwierige Verfahren wird auf der Ehre so sein, die überkommt und auf der Abendsendung ist natürlich eine sehr intakte Landschaft. Und im Eindruck von all diesen Megatrends hat die Zielsetzung vom Bundesrat beinhaltet einen modalen Split. Also wir haben sehr überragende Bedeutung vom motorisierten Individualverkehr. Und das, die hauptsächlichen Anteile sind die, die heute gelten und die roten, die wir für uns als Zielsetzung gegeben haben. Das heisst, es gibt eine Verminderung, eine leichte Verminderung vom motorisierten Individualverkehrsanteil von heute 3/4 auf 2/3. Entsprechend fast eine Verdoppelung vom Veloverkehr, Fuß auch noch ein bisschen mehr und dann ein bisschen mehr ÖV, der auf der Schiene und auf der Straße. Wissen muss man, dass der Wechsel, also mehr ÖV-Anteil, Straße und Schiene, das ist in der Leitung mit ungefähr 30 Milliarden Franken Investitionen in Schienenausbau. Und der Franken, den wir investieren in Schienen, den müssen wir mit 4% künftigem Unterhalt rechnen. Nationalstrasse müssen wir mit 1,2%. Das heisst, Schiene ist Faktor 3 mal teurer im Unterhalt im gleichen investierten Franken. Ich sage nicht gut oder schlecht, das ist nicht das Thema, aber ich sage, unter dem 5. Megatrend finanzieren, wir müssen dem Beachtung schenken. Wir haben es ja gesehen, Gotthard hier, wo Kollegen von der Schiene haben ein Bettbein gehabt und die haben es ja. Das ist ein Bettbein, das kostet 350 Millionen. Wir haben auch ein Bettbein gehabt, aber wir haben es in Woche saniert und hat rund 300.000 Franken gekostet. Also das ist etwa das Verhältnis. Dann Verlagerung kommt ein bisschen an Grenzen. Oder? Wir hören viele Vorgaben oder gute Beispiele von gewissen politischen Kreisen natürlich vor allem. Amsterdam, Kopenhagen und so mit ja, vor allem was der Weltverkehr angeht. Und dann muss man mal schauen, was ich in der Schweiz und im Ausland fakt ist. Die Rotanteile sind die MIF-Anteile. Also Amsterdam und Kopenhagen in der Velostadt. Die haben einen höheren MIF-Anteil als Zürich, wenn das. Ein höherer, nicht ein tiefer. Der Hauptunterschied zwischen der Schweiz und den genannten Städten ist in der Platte, in der grünen Welt, dunkelgrün und hellgrün. Dunkelgrün ist der ÖV und hellgrün ist der Velo. Und die Schweiz ist auch enorm viel auf dem ÖV und relativ wenig auf dem Velo. Und das ist genau der Unterschied zum Beispiel in Amsterdam. Und was heisst das jetzt? Das heisst nichts anderes, als dass wenn wir zwei fördern, dass das zu lasten vor allem vom ÖV geht. In der urbanen Gebiet. Das ist, glaube ich, möglicherweise ein Erkenntnis mittlerweile. Und dort werden wir müssen mit der Kundschaft reden und fragen, was man alles gleichzeitig finanzieren kann. Weil, wenn wir jetzt den Veloweg fördern, alle drei Staatsebenen, mit viel Geld, und gleichzeitig das ÖV-Angebot sehr hoch halten, dann stimmt das einfach in der Sommer- und Winterzeit nur. Das Ende von beiden ist dann nicht mehr leer. Und darüber muss man reden. Und diese Diskussionen sind angestoßen. Denn eben ist es wichtig, dass man über Kosten reden. Das ist immer ein grosses Anliegen. Und zwar nicht, wir sind nie auf verschiedenen Gutschläge. Wir sind immer auf verschiedenen Fakten, damit die politische Ebene richtig entscheiden kann. Oder letztlich das Schweizer Volk mit den direkten Demokraten. Und dort ist halt sehr wichtig, dass man die undeckten Kosten im Griff hat. Also heute ist jeder Kilometer, Personenkilometer auf der Schiene oder auf der Straße mit zwischen 25-50 Rappen subventioniert. Das sind Kosten, also 25-50 Rappen subventioniert. Und beim MIF sind sehr viel weniger.
Das sind Aufwand. Und das ist irgendwo auch klar. Der ÖV-Lager hat halt sehr viel Kosten. Ich nehme zum Beispiel den Pilot und das Rohmaterial. Wir lagern das in die Waffen aus. Und darum ist das sehr, sehr viel effizienter. Und das muss man bewusst haben, wenn man berufliche Investitionen hat. Mobilität von der Zukunft und von all diesen Megatrends wird ganz sicher sehr viel verträglicher sein als heute. Sehr viel sicherer sein als heute. Und ich bin überzeugt, sie wird immer noch emotional sein. Man kann Mobilität, mit Ausnahme von der Gütermobilität, nicht allein oder praktisch überhaupt nicht nur über die Ratio erfassen und steuern, sondern das ist ein emotionales Geschäft. Das ist schon immer so gewesen, wenn ich die Geschichte schaue. Der ganze Verkehr und Migration und Völkerbewegung, das war immer sehr stark getrieben durch die Emotion, durch die Ausnahme von Güterverkehr. Und ich bin überzeugt, dass wir auch so müssen bleiben und auch dürfen bleiben. Auch von zwei haben wir in der Schweiz zum Beispiel 500'000 Zugang in schwere Motorräder. Da verkennen wir ein einziges auf der Ratio. Das ist alles emotional Verkehr. Und der wird auch kaum jede schwere Motorräder elektrifiziert werden. Da wird es wahrscheinlich eher Richtung Einfluss geben. Oder bei uns. Also das wird man sehen, was wir denken, aber es wird sehr viel ökonomischer sein und sehr viel sicherer. Und es wird eine neue Form geben, eine Mischform von öffentlichem Individualverkehr und individuellem öffentlichen Verkehr, zum Beispiel in einer Bösse wie Mann oder System autonom gefahren. Das wird man sehen. Wichtig scheint uns, dass wir es lösen von der bisherigen Bösheiten und auch von der Lenkfahrt. Oder wir können wenn es um punktuelle Nationalstraßenausbau geht, als Beispiel, dann ist das sehr emotionalisiert. Da gibt es sehr viele, die machen einfach die gleiche, mehr Straßen, mehr Verkehr. Das ist natürlich auch so falsch, wie man sagen, mehr Kranken, als mehr Kranken. Natürlich gibt es Rückgang-Effekt, Mitnahmeeffekt, da gibt es in jedem Lebensbereich, aber es ist nie der Haupteffekt. Und wichtig ist, dass wir uns nicht einfach die künftigen Infrastrukturen hinterlegen im Denken mit der künftige Mobilität, nicht mit der von heute. Verkehrsträger und Mobilitätsformen sind darum nicht ständig zu vermischen. Eine Straße ist Verkehrsträger wie Wasser und Schirm. Es sind drei Landverkehrsträger, Wasser, Straße, Schirm und Wasser übrigens international sind immer noch so ein Reis. Und was dort drauf verkehrt, das sind Mobilitätsformen. Das ist der Verkehrsträger relativ wurscht. Es sollte einfach möglichst sicher sein und möglichst und genau dort haben wir ihn gekommen. Wir müssen aufhören, Mobilitätsteilnehmer, die fixe Gruppe zu sein. Das gehört auch viel zu einer politischen Debatte. Der Velofahrer, ich Autofahrer, der ÖV-Nutzer, das gibt es gar nicht. Hier drinnen bin ich überzeugt, 100% von euch sind völlig opportunistisch, wie wir wohnen und so alles. Logisch, und den heisst einfach ich als Velofahrer, die als ÖV-Nutzer. Und das wäre die richtige Sprache. Und dann ist noch so ein vierter Denkfall, und noch viel gehört, waren 40 Euro. Die Westschweizer sagen, ja, du musst noch ein Homeoffice machen, du musst noch ein Verlagern, du musst noch ein... Das ist der Way Plus. Es gibt nicht das eine, das kommt das eine tun, das andere nicht lassen. Das werden wir jetzt gerne anschauen. Wichtig ist, dass wir in dort, wo wir handeln, immer in diesen fünf Feldern denken. Mensch, Fahrzeuge, Infrastruktur, Finanzierung, Daten. Das sind fünf gleichwertige Felder. Und wenn wir, nur wenn wir in allen fünf aktiv sind, wird das Bild wahrheit werden, das wir vorhin gezeigt haben, von der künftigen Mobilität, nämlich sehr viel nachhaltiger und sehr viel sicherer. Wir setzen uns sicher mal die Zielsetzung von dekarbonisiert, das ist fast ein Neubrenner, das läuft. Ich habe hier das Bild mehr gebracht, dass ihr einfach seht, was der Anteil ist vom Fahrzeug an der mobilisierte Energiemaßnahmen, dekarbonisiert. Es gibt auch Anteile Baustellen Nationalstraßen, es gibt auch Anteile Betrieb Nationalstraßen, aber der Hauptteil ist aktiv und der Hauptteil ist gar im Fahrzeug. Da sind wir ja sehr vorbildlich hier unterwegs und genau so muss es laufen. Und das sind unsere Prognosen, die vom Bundesamt, Kollegen vom Bundesamt für Energie. Links seht ihr die Neuzulassungen, das ist recht eindrücklich, also Plug-in-Hybrid und Batterieelektrisch auf 30%, Mittel 20-30, das ist sehr schön. Aber Flotte, das rechte Bild ist natürlich ein bisschen träge, das ist völlig klar.
Und 2030, das ist das Bild hier, sind immer noch 80% der Ölfahrzeuge an der Flotte. Und wichtig ist jetzt, dass die Hersteller auch günstige Fahrzeuge bringen. Das, was wir fahren, ist ein High-End-Bericht, das ist völlig klar. Aber wenn wir Massen holen wollen, müssen wir erstens das Technikhandel können anklicken, dass wir das Kunden holen und dann auch günstige Fahrzeuge. Das sind Franzosen einmal mehr vorbildlich. Und sie daran hat angekündigt, dass sie wirklich die kleinen Fahrzeuge bringen, für 20.000 Euro inklusive Batterie, also ohne Batterie in Sinn. Und dann wird es eine wirklich Masse geben. Was wir dann machen, ist, wir sehr unterstützen mit dem Land Autobahn, das Gretelion, das ist auf allen Rastplätzen mindestens 4 Ladepunkte an 150 kW, also 600 kW Ladeleistung pro Rastplatz. Und die Raststätte hinter, das ist schon eine gute Hälfte ist im Betrieb. Was wir jetzt noch ausgeschrieben haben, sind Ladehubs entlang der Autobahnen zusätzlich aus den Restflächen, die Restparzellen. Und das ist Nachfrage sehr hoch, und das wird so in den nächsten Jahren noch aufbauen. Sie denken, der bei Ladepunkten in der Schweiz schon, wenn wir überhaupt so viele elektrische Ladepunkte und Flüssigkeiten oder so, dass man das auch sieht, also da der an dem Pass gebührt. Wir müssen dann ein bisschen Energie organisieren, das ist eine Riesenthematik. Und das ist heute der Energiekonsum, rund 230 Kilowattstunden verbraucht die Schweiz Energie. Ein Viertel ist elektrisch, das ist das Ding. Und 3/4 sind mehr oder weniger fossil. Und ja, wir reden, wenn wir reden, über diesen Viertel hier, die zu verbieten, und zu verbessern, also Umkampf und so. Das ist natürlich ein Spielmusik, das haben. Und für mich persönlich ist die Elektromobilität immer darum so attraktiv, weil sie mit mindestens Faktor 3-mal effizienter ist als das Öl. Das kann man nicht weit diskutieren. Und wenn wir also fossil substituieren und damit nicht mehr die Energie bringen aus dem Boden drücken, dann kommt die Bedeutung von Effizienz, vom effizienten Verbrauch, sehr, sehr eine andere Stellwert als bisher. Und das heisst, die 6 Milliarden Kilo Diesel und Benzin, die wir verbrennen, was ungefähr 60 Terawattstunden entspricht, die können wir mit locker auf 20 Terawattstunden reduzieren. Das heißt, wir müssen nur noch 20 organisieren für genau die gleiche Mobilität. Und vielleicht sind wir noch drin. Das Thema ist natürlich von CO2-Zugang. Mein Zugang ist eher der Energiebedarf. Dann produzieren wir selber auch noch Energie entlang der Autobahnen, auf den Autobahnen, hier, das ist jetzt zum Beispiel so, wo wir rund 100 Gigawattstunden produzieren. Aber einfach, dass man das auch sieht, 100 Gigawattstunden, das ist viel. Aber das ist natürlich im Vergleich zu 32 Terawattstunden, einfach ist das 0,1 Terawattstunden, einfach nur so ausführen. Wir machen das mit viel Freude, aber wir müssen auch anders haben, als allein wir es nicht wirklich überhaupt nicht. Wenn etwas, was man gerne vergisst, aber viel unterwegs sind, wüsste das. Robuste Infrastrukturen, das ist eine Schweizer Qualität, auch eine gute Finanzierung, die Handlungsbereitschaft, aber das müssen wir, das ist gut, und wir dürfen aufhören. Wir wollen nicht amerikanische, kanadische Verhältnisse, oder wir bringen uns fast ein deutsches Verhältnis an, sondern wir wollen, dass die Infrastrukturen weiterhin können. Und unsere Brücken sind heute im Schnitt, wir haben rund 10.000 Brücken und Viadukte auf unserem Netz und die sind heute in der Hälfte von der 15. Also das wird zu unterhalten sein. Dann eine bessere Nutzung von vorhandenen Verkehrsflächen. Und das ist jetzt das, was wir ein bisschen in den Schwerpunkt kommen. Das gehört alles dazu, was Verkehrsmanagement betrifft. Da, Geschwindigkeitsanalyse, letzte Sommer, das kann man lernen, das ist der, was aufgebaut hat, 80 Spitzenzeit und so. Ja, das machen wir mit dem Tropfenzählersystem und dem Alkoholüberhof und alles, was dort verboten ist. Und uns dort ein Instrument zur Verfügung steht, das machen wir selbstverständlich. Dann die automatisierte Fahrerstufe 3 bis 5, wobei natürlich für uns Stufe 3 bis 4 sehr relevant sind. Und dort ist primär mal auch wieder zu denken im Mensch, die Ausbildungsfragen dahinter, Fahrzeug, Zulassungsfragen, Kommunikationsfragen, Infrastruktur, Konnektivitätsfragen und Daten. Wo wir die Daten haben. Und wir haben in den letzten 5 Jahren ein Projekt gemacht mit dem Parlament. Also wir haben es vorgelegt, wo es auch mit dem Parlament gemacht. Das ist die Revision des Straßenverkehrsgesetzes. Und
das haben wir sehr intensiv im Parlament behandelt. Das Parlament hat das letzte Frühling, das März, also vor einem Jahr, verabschiedet. Und was ich wirklich sagen kann, ist, von rechts bis ganz links, alle mit Potenzial erschließen vom automatisierten Fahren. Und darum haben wir heute eines der modernsten Straßenverkehrsgesetze von Europa. Und jetzt ist noch Ausführungsverordnung in Vernehmlassung gewesen. Und wenn alles gut geht, dann können wir euch ab März vom nächsten Jahr empfehlen, fahrt ihr auf Autobahnpilot, auf Stolpilot, wenn ihr das Fahrzeug habt, Stufe 3 und höher. Da gibt es halt nur Mercedes-S-Klasse, da dürft ihr die Technik treffen. Aber andere haben das noch nicht. Unser Hauptproblem ist die Zulassung der Fahrzeuge. Es gibt einen absoluten Grundsatz im Straßenverkehrsgesetz, der heisst, es verkehrt nur, was den Regeln entspricht. Und das trifft für den Menschen und das trifft aber auf die Fahrzeuge zu. Und ehrlich gesagt müssen wir bei modernen Fahrzeugstufen 3 und dann sowieso 4, wenn die Systeme noch kognitiv wären, also selbstständig und selbstentwickelt, müssen wir eigentlich nur was verkehren. Und der sucht Europa Antworten. Ich komme dann am Schluss noch ganz kurz auf das Thema, wir haben noch keine verlässliche Antwort. Es ist noch nicht dramatisch, weil die sehr hochautomatisierten Fahrzeuge noch sehr wenig sind oder flotten. Aber es ist ein Thema, das wir unbedingt in unsere Griffe bekommen, weil wir es einfach nicht regeln können. Was das jetzt vorsieht, ist, dass die Halterhaftung weiterhin gilt. Also es ist weiterhin der Halter verantwortlich. Wir haben 27 neue Artikel erfunden und wenn ich sage, wir meinen die federführende Tasse, aber natürlich mit der ganzen Intelligenz aus der Hochschule, aus der Wirtschaft, mit all den Juristen, die das sehr gut gemacht haben und offensichtlich mehrheitsfähig. Halterhaftung ist also bestand. Das Einzige, was wir wirklich im Grundsatz verbessert haben, ist der Durchgriff auf einen Hersteller im Fall von Unfall. Das heißt aber, es fährt der Blackbox mit, man muss eine minimale Datenmenge mitführen und aufzählen. Und die grosse Diskussion war dann in der Rente, wo gehen die Daten her, wer hat Zugriff auf die Daten, ich kann die Berufsanzahl kennen, Zugriff, sondern die bleiben in der Box und das sind einzige Polizei und die Instruktionsbehörde im Fall von Unfall, wo die den Zugriff tatsächlich haben, aber die man auch vollständig haben. Flottendurchdringung ist ähnlich so ein wie bei der Dekarbonisierung oder Elektrifizierung. Geht nicht ganz so schnell, wie man es meint. Ihr seht so die Aufbauprognose. Aber tatsächlich kommt, wie gesagt, dort haben wir ein einziges homologiertes Fahrzeug, weltweit. Und das ist in der DSS-Klasse auf Stufe 3. Alles andere ist Stufe 2, 2 plus. Es geht egal, was der Elon Musk sagt. Er hat euch sicher nicht nochmal gesagt, du musst jetzt 6.000 Dollar zahlen, dass du die abhalten, die Funktion, das macht er auch so gut. Und er hat noch die Eisbrecherfunktion gehabt, der Elektrifizierung, da gehört ihm wirklich das Fernsehen, das hat er sensationell gemacht. Das andere, vieles, was man jetzt aufbringt, ist ein bisschen im Bereich von Halt oder in Werbung. Und da weiss ich, die Tatsache ist, es gibt ein Fahrzeug, das du machst. Und jetzt sind wir ein bisschen thematisch, dürfen und können. Ja, wir können, aber wir dürfen nicht. Erst wenn das Fahrzeug zugelassen ist auf Stufe 3, ganz offiziell, das macht nicht die Schweiz, sondern das macht vor allem Deutschland, die hat die meiste Kompetenz, die Hochkompetenz in der Höhe. Und wir übernehmen das Geld 1 zu 1 und das gibt ein Fahrzeug. Aber das sind wir sicher noch in Frage. Der Fragenkomplex, den wir noch zu lösen haben, wo wir noch kennen, Konsens haben, weltweit nicht, das ist die Frage der Connectivity. Also wie viel muss die Verbindung sein zwischen Fahrzeug und Fahrzeug und X? Also Fahrzeug und Fußgänger, Fahrzeug und der Infrastruktur. Persönlich bin ich der Meinung, das wäre toll, wenn wir das hätten, also für das automatisierte Fahren selber, wäre es natürlich ideal, wenn die Konnektivität maximal ist. Allerdings, wenn wir das über die Finanzierungsachse betrachten, dann kommt mehr zum Schluss, dass wir müssen mit fast null Konnektivität haben. Weil die einfachsten Verkehrsverhältnisse sind auf der Autobahn. Dort haben wir gleichzeitig am meisten Geld hinterlegt. Das heisst, wir wären wahrscheinlich noch in der Lage, die Ausrüstung von der Autobahn, das System, das um 5 bis 10 Jahre abschickt, das ist enorm teuer, die zu realisieren und zu unterhalten. Aber das sind 3% der Straße, die zwar 41% der Mobilität haben, aber
97% von der Strassenteuer verwendet. Und die werden das Geld sicher nicht haben, für die Reseinvestitionen hier können zu machen. Ergo kann ich irgendwie voraus, dass wir das Funknetz müssen zur Verfügung stellen, für 5G, das ist schon anforderungsreich genug. Und dass nachher vor allem Daten zwischen Fahrzeugen fließen und allenfalls zwischen Fahrzeugen und Provider. Also der Verkehrsmanagementzentrale, das kann ich mir vorstellen. Ja, und das hier ist halt das Thema, wo wir vorhin schon mal angesprochen haben, ist die Intelligenz der Fahrzeuge selber. Und wir sehen es ja in anderen Lebensbereichen auch, in anderen beruflichen Bereich, die künstliche Intelligenz, die kognitive Intelligenz, die kann sich selber weiterentwickeln. Wie weisen Behörden an, was da verkehrt? Das ist insbesondere der relevant, das ist der Umfeld der Person. Und wir haben im Aufbau, im Master, einen digitalen Zwilling, wo wir das System zur Verfügung stellen, also wo wir auch allen Navigationssystem zur Verfügung stellen, wo wir auch künftig den automatisierten System von Stufe 3 und 4 zur Verfügung stellen. Das ist das Road Infrastructure Management System. Und die Anwendungen, die stellen wir offen zur Verfügung. Digital, ich denke, das haben viele in ihrem Geschäftsumfeld ohnehin auch im Aufbau, also mehr. Was wir dann natürlich auch müssen regeln, ist die Systemarchitektur, die Autobahnen sind entstanden bei den Kantonen die letzten 10 Jahre. Haben wir das übernommen, jetzt 15 Jahre, und sind harmonisiert, damit die Systemarchitektur durchgängig ist, damit überhaupt die Konnektivitäten sichergestellt werden können. Das ist ein Projekt, das kostet ungefähr 500 Millionen Franken, das ist vor allem IT, OT. Und das Ziel ist, dass unsere Mesa-Fahrzeuge in Genf genau gleich kommunizieren mit der Infrastruktur und vor allem mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen, wie im Autobahnstück von 13 in St. Gallen. Und das ist eine Datenplattform, die wir heute schon betreiben, die wir auch offen stellen, anonymisiert, selbstverständlich. Wir haben einen Terabyte von Daten im Personenbereich, im Fahrzeugbereich, durch den Infrastrukturbereich. Und diese Daten stellen wir voll zur Verfügung, offen und ohne Geld, den Navi-Betreiber und den Betreiber von euren Automatisierungssystemen. Das ist noch so ein bisschen der Ausblick, was wir uns vorstellen können, wo wir auch in der Internationalen Kommission in Genf eingebracht haben. Also wir können uns drei Höhe vorstellen, für uns ist halt alles immer eine Prüfbranche, das ist auch klar, dass ich es auch drei mache. Und dass man also sagt, die Zulassungsfrage lösen wir zwar, wie heute, wie wir heute in Europa meistens die Kalkulation übernehmen, aber dann werden die Fahrzeuge müssen, da gibt es zweimal im Jahr ein Slot zu den Updates, und dann ist wieder das Slot dazu, und dann gibt es keine Updates mehr. Und das werden wir müssen stichprobenmässig prüfen, die drei werden wir jetzt am Abend zeigen. Das ist heute so eine Vorstellung, und dann kommen wir auch noch Fragen dazu. Daneben seht ihr, was sonst noch auf aus dem Individualverkehr, also eher wirklich im autonomen Bereich. Jetzt haben wir das erste Mal, bringen wir die Kraft an Boden, grossflächig, einen Versuch zu machen mit den beiden Atemzellen und den Vorstolpern. Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist sensationell gut, und die Leute machen so gut, die Unternehmen. Inklusive SBB, das ist mein Festival. Aber er ist enorm teuer. Und warum ist er so teuer? Weil Politik einen Takt bestellt. Und der Takt ist so gut in der Spitzenzeit. Hocheffizient und hat sie Glück. Aber außerhalb der Spitzenzeit ist er einfach enorm teuer und die Zeit zu verkehren zu werden. Und das führt dazu, dass der durchschnittliche Bewegungsgrad von einem Bus, Tram und einem SBB-Zug gleich schlechter ist wie beim durchschnittlichen Bewegungsgrad vom Auto, nämlich 30%. Und der bietet automatisierte Fahrer in der Fläche eine echte Alternative, zuerst mal eine Ergänzung, und man kann nicht üben und machen, indem man den Takt nicht wird, sondern um die Mann der Automatisierung zu verfügen. Das ist etwas, was sicher kommt. Wir haben hier so Anwendungsversuche gemacht. Ganz am Schluss möchte ich noch auf Finanzierung sprechen kommen. Wir haben heute eine geniale Finanzierung. Und ich muss manchmal unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren zurückbringen, weil sie finden, wir machen das so gut und gehen mal für uns nicht möglich und so. Wenn wir mal so sehen, dass wir auch dort ab und zu einschützen und wirklich anstatt uns, aber doch.
Ich muss immer ein bisschen zurückbinden, weil ehrlich, die Italiener, die Deutschen, die Franzosen, die können genau das wieder. Die sind schlecht. Die sind schlecht, Menschen, die können das auch. Hauptunterschied ist finanziert. Wir haben geniale Finanzierung, nämlich mit Fonds. Der Bahninfrastrukturfonds, Strassenfonds. Und diese beide abhängig an der Verfassung. Das gibt es zwischen keinem einzigen europäischen Land. Und das heisst, das Geld steht exklusiv zur Verfügung für die Infrastruktur. Wir sind nicht in Konkurrenz zu der Bildung, im Sozialwesen, sondern mit. Das ist ein enormes Privileg. Und jetzt geht es das in die Freude, in diesen Mineralölsteuer. Und jetzt werden wir einfach ein Fazit abgeben, damit ihr das Recht habt, eure Belohnung zu zahlen. Und das machen wir auf zwei Arten, zwei Varianten. Die eine ist ein Kilometerabgabe. Und das andere ist, indem wir Kilowattstunden verbringen. Und wir werden beide Varianten der Vernehmlassung geben, die nächste Führung. Und Volksabstimmung, das ist spannungsrelevant, werden in 27. Das sollen dann beide umgesetzt werden oder eine davon? Nein, wir wollen einfach den Puls nehmen, die Temperatur nehmen, bei den Verbänden, bei den Parteien. Was ist denn eure Bevorzugung? Also bevor wir dann in die grosse Debatte gehen, in der Rechte. Es ist auch für die Debatte in der Rechte wichtig zu wissen, was die Temperatur ist draussen, was man mehrheitlich möchte und was nicht. Ganz zum Schluss noch das Velo-Wertsetz, das ich einfach hier möchte erwähnen. Dass es für uns sehr relevant ist, das ist wirklich ein Megatrend. Und ich bringe ein Beispiel, oder? Die Autobahnen, ja, die haben wir Erstpass-Autobahn im Kopf, aber von diesen 2300 Kilometern Autobahnnetz sind genau zwei Drittel erste und zweite Klasse, der Rest ist dritte Klasse. Das ist eine Dreieckstrecke, das Brettigau, das ist die Bergstrecke im Gotthard, das ist schon eine Autobahn, das ist Müssen, das ist National, das ist Höhe. Und dann haben wir zwei Autobahnen. Und zum Beispiel Schölen haben wir jetzt das Velo rausgenommen. Wir haben die Schölen auf, locken, müssen nicht mit 5 km pro Stunde vor dem Bus herfahren, die Schölen auf, fahren wir mal, als Beispiel. Nächstes, was wir werden machen, ist die Prüfung. Ohne ganz schöne, schlechte Strecke. Oder im Anschluss, also jetzt zum Beispiel vorher mit dem Grossprojekt in Wankdorf, der Wankdorf-Anschluss umbauen. Das ist ausschließlich für das Velo. Wenn wir das Velo auf die zweite Etage rufen, mit der die Infrastruktur oben liegt und haben Infektionen durch. Vor allem die Schnittstellen, die sehr gefährlichen Schnittstellen mit dem Individualverkehr und mit dem Schlechtverkehr. Also das ist uns ein ganz grosses Thema. Voilà, also das ist so ein bisschen die Horizon, was wir machen, warum wir es machen und sicher sind jetzt noch viele Fragen. Informationen. Es ist ganz wichtig. Also, ich habe mindestens die Fragen, die ich selber stellen wollte. Ich glaube, wenn wir mal eine stellen, ich würde noch nachhaken bei der Kompensationsmassnahmen von der Mineralölsteuer, die jetzt logischerweise mit steigendem Elektromobilitätsabteil nicht sinken. Wir haben gehört, es gibt zwei Varianten in der Vernehmlassung. Es gibt dazu eine Empfehlung abgegeben, dass die dass das Tasten würde ich favorisieren? Nein, wenn wir nicht machen, wirklich geht es offen. Also das erste ist mal festgestanden, die heutige Verbrennungswelt, die wird weiterfahren. Also wer flüssig und gasförmig tankt, künftig, der wird seine Mineralölsteuer zahlen. Auch wenn es einfühlt sind. Weil die werden nur an ganz speziellen Zapfsäulen können wir tanken. Und die kann man genauso bespreisen, wie eine heutige Mineralölsteuer. Und wir werden das gleichwertig in Vernehmlassung geben, damit ihr euch wirklich frei fühlt. Es ist ganz klar, dass ihr das Recht entspricht und politisch möchte die Kilometerabgabe unbedingt verhindern, weil sie finden, das ist die Eingangsdorf für das Europreis. Und sie sind ganz klar auf der Bepreisung der Kilowattstunde. Und bei der Bepreisung der Kilowattstunde muss man klar sein, dass es ein Fahrzeug sein kann, damit das ist unmöglich. Das haben wir jetzt wirklich sehr intensiv angeklärt. Das können wir nur infrastrukturseitig lösen, also bei der Anlagestelle. Dann nehmen wir aber in Kauf, dass der Einfamilienhäusler, der das Gefühl hat, er müsse es da nicht zahlen, dass der grundsätzlich die Rechtsmöglichkeit hätte, die Solidarität, aber da über einen normalen Steckdosenfahrt zu machen. Das
Das klingt noch sympathisch. Ich muss mir vorstellen, wenn ich 100'000 Franken in den Photovoltaik kann investieren. Ja, aber oder auch schon heute muss man, wir haben immer gesehen, wir wollen eine Äquivalenz schaffen. Und das heisst eben auch, wir müssen die gleichen Lücken auch akzeptieren. Also heute, jetzt Leute im grenznahen Bereich, die zahlen nie einen Franken mehr an der Schweiz. Das ist dann bewusst. Aber übrigens Touristen auch, das kommt wieder sehr individuell. Also das nehmen wir auch nicht auf. Also würde ich hier sagen, muss man mit einer gewissen Unschärfe leben. Ich darf auch nicht vergessen, dass wir beim Netz richtig smart werden. Und gelegentlich, ich nehme jetzt mal an, in 5 bis 10 Jahren weiss ich jetzt genau, wer das sucht. Und ab dem Moment hätte ich natürlich den Deal-Ausreißer auch noch. Aber ist das sinnvoll, 2 Vorschläge in die Vernehmlassung zu bringen, wo man schon heute weiss, dass eine gar nicht messbar ist? Das tut mir jetzt noch ein bisschen irritierend. Ja, nein, also es ist messbar, einfach nur die Infrastruktur, oder? Ja, aber genau, dort ist messbar. Das kann man auch machen. Ja. Eigentlich mit Ausnahme von der normalen Steckdose. Aber da muss man ehrlich sein, also, auch wenn wir das über Mengengröße sprechen, oder? Solange wir noch kein Smart Grid haben, ist das möglich, dann ist es möglich. Wir können die. Aber dann ist die Mengengröße natürlich mit 2 Faktoren zu reduzieren. Erstens durch die Dringungsrate, das Vorteil mit 10 der E-Fahrzeuge, das ist in 20%. Das ist nicht so viel. Die Einfamilienhäuser gibt es nicht so viel. Und die, die Stoffwerkeigentum haben, also das weiss man, da gibt es eine sehr enge Sozialkontrolle. Und das macht man genau der Eigenstädt oder auch der Eigenstädt vor der Waffe. Warum kann man denn da nicht Pauschale machen? Wenn ich es gehe, den Zug, der muss ja nicht pro Kilometer zahlen. Ja, also wir werden, das ist der Top, wir werden auch für vor allem Touristen einen Vorschlag machen zur Pauschale. Es gibt halt in der sehr starke politische Kräfte, das ist gar nicht dran, alles pauschal ist schlecht. Und diese sogar gegen, dass man die Vignette, wie es heute ist, pauschalisiert hat. Also, aber wir meinen das mitgeben. Ja, aber das ist ja nicht richtig. Sonst müsst ihr eigentlich sagen, dass der müsste da vorsehen. Sonst geht alle pro Kilometer. Ja, das ist so. Die Wegweiz im ÖV sind natürlich heute reinig zu sehen, um einen politischen Gedanken, die Mobilität zu fördern oder besser zu stellen. Und seien wir ehrlich, wir, viele von uns brauchen es dann nicht selber, aber profitieren wir in der Ausbildung oder so. Günstig können wir auch nutzen, muss man ehrlich sein. Und dann, das machen wir auch durch ein BHKSGA. Aber das ist ein bisschen die Situation. Ich habe da noch schnell einhaken mit dem Road Pricing. Was ist ja denn so schlecht? Wenn wir das nicht intelligent quasi noch machen, dann hätten wir damit mehrere Flüge auf einen Streik. Das ist eher steuern, wo man die Leute durchfahren quasi über das Fahrtmonet. Und man hätte genügend Abgaben. Das wäre eigentlich die ideale Lösung aus meiner Sicht. Ich bin ein Familienhäusler, wir würden in der Zeit nichts zahlen, weil wir sind praktisch energieautark unterwegs. Ja. Aber ich fände die Idee vom Road Pricing, das wäre die Idee, die wir uns favorisieren aus meiner Sicht. Ja. Also ich denke, das ist noch mein Begriff, aber wir sind persönlich überzeugt, das ist völlig fantastisch. Grow, das heißt, Venture Mobility, alle Formen der Mobilität, aber es sind wir genau die, was ich vorhin angesprochen habe, dann ist der Flatrate in der Form. Und das ist einfach die Mehrheit. Also wir führen das Projekt, aber auch wir müssen klar unterscheiden, also Road ist für uns kein Thema, aber das geht auf eine Mobilitätsform und das macht noch Sinn, Venture Mobility. Und dort ist halt einfach das Problem die Akzeptanz. Weil Mobility Pricing, was uns erhalten beeinflusst, das nicht, das ist Finanzierung. Und wir trennen das strikt, wenn wir das vermischen, dann werden wir mit absoluter Garantie keine Mehrheitsfinder wie der Volksabstimmung. Finanzierung, das Finanzierung, das Finanzierung, genauso wie das. Unternehmer parallel dazu, völlig losgelöst, läuft die Frage vom Pricing, vom Versuch äußerhalb des Betriebs. Und ich kann euch jetzt sagen, wir haben jetzt 5 Jahre gebraucht, bis wir 5 Pilotprojekte haben. Die haben wir, aber von diesen 5 Pilotprojekten sind die meisten ausschließlich auf MIF. Also das heisst, der ÖV ist praktisch nicht das Thema, macht keinen Sinn. Und ich kann es auch vergleichen mit Europa. Sie haben alle die Ideen in Schottland, aber die Schweiz ist die einzige, die es mal herausgenommen ist für die Pilotenverzüge. Also es ist einfach eine politisch-gesellschaftliche
Vertrag. Und ich warne davor, dass man das vermischt mit der Finanzierung. Das hat wirklich miteinander nichts zu diesem spezifischen Kunden. Was willst du jetzt finanzieren? Was wir beeinflussen? Was ist das Ziel? Wir werden nicht beeinflussen, wir werden finanzieren. Was wir werden tun. Ganz ehrlich. Nächste Thema ist eine spannende Diskussion. Ich möchte noch auf das Ursprungsthema ein bisschen zurückkommen. Ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere Frage. Ich glaube, wenn wir da die erste gerade einfach ein bisschen pragmatischer umstellen. Ich weiss, ihr seid nicht Maske. Aber wann kommt jetzt das FSD in die Schweiz? Ganz pragmatisch gerade. Ich weiss, die Antwort könnt ihr mir nicht sagen, aber könnt ihr das noch ein bisschen ausschmücken? Also, wir haben wirklich vollständigen Support gehabt, gute Diskussionen über den Rahmenzeit mit den Verkehrskommissionen und wir wollen automatisierte Fahrerwege. Jetzt sind wir bei den Vollzugsverordnungen in der Vernehmlassung und dort haben wir eine schöne Unterstützung und das Ziel ist, dass wir im nächsten März oder Mitte Jahr unseren Kundinnen und Kunden empfehlen können, wenn du ein Fahrzeug hast, durch den Fahrtdruck schon mal auf die einfachste Anwendung, das ist der Staubminute. So. Und dann kommen über die nächsten Jahre verschiedene Anwendungen dazu. Persönlich bin ich überzeugt, dass automatisierte Fahren in komplexen Verkehrsverhältnissen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Dummplatz, oder in Zoo, oder in Zürich, oder in Basel, das wird noch länger nicht gehen. Der kommt schon über den Platz, aber ich am Morgen drüber. Und das macht ja keinen Sinn. Also, der ist einfach der Mensch, für zu erfassen, zu reagieren, zu verstehen von ganz komplexen Situationen, ist ja noch absolut unerregt. Und das wird noch Zeit haben. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell die Systeme dann selbst stehen werden, verbessern werden und wie wir können sicherstellen, dass im Fall von Umfang die Haftung immer noch gelöst ist, weil wir eben tendenziell nicht mehr müssen, was wir verkehren. Wir haben ja schon beim Dieselskandal nicht, also null Chance gehabt, die Algorithmen zu verstehen von dem Motorgefühl. Und das ist im Vergleich zu dem, was also es für 3 oder 2 Busfahrzeuge oder Tesla gibt, ist es null Komplexität. Aber ist das nicht verstanden? Das ist unmöglich. Irgendwann muss man andere Ansätze haben. Und die Ansätze sind aufgebaut, das machen wir in der Europa. Und ich denke, die erste Anwendung ist der Hauptplanung. Und wir werden ganz klar hergehen über die Bedingungen, die du hast, offiziell, Stufe 3 und so lange Fahrzeug oder du hast es nicht. Und wenn Tesla das hergibt, also sehr offen, das ist eine sehr hochwertige Technologie, die sie bringen, dass sie das in Kürze haben, dann werden wir die am Mittelmesser das auch können und vor allem dürfen. Da fand ich auch noch zu denken, wer lohnt denn das zu? Jetzt für, im Fall für die Schweiz, ist das. Muss Europa das zulassen, das heisst auf dieser Ebene, und dann übernimmt es dann die Schweiz? Ja. Oder ist es jetzt möglich, dass Tesla sagt, oder die Schweiz sagt, hey Tesla, dein Auto entspricht, wir lassen es zu für die Schweiz? Weil es gibt ja heute schon Unterschiede zwischen, was kann ein Tesla in Deutschland und was kann ein Tesla hier, oder? Was ist zulässig in Deutschland und was ist nicht zulässig da, wo man zum Teil auch nicht versteht oder schwer kann nachvollziehen. Du sprichst von Kamera zum Beispiel, oder Schilderkennung, so gewisse Sachen, die mit dem Datenschutz einhergehen, jetzt nicht unbedingt mit dem autonomen Fahren, aber es gibt Unterschiede. Und es gibt viele Features, die im Tesla in Deutschland gehen, wo es aber immer bei jedem Release wieder heisst, nicht verfügbar für die Schweiz. Und wo ist dort die Regulierungsbehörde? Ist das dir das? Oder ist das Europa, die das steuert und sagt, ja, für die Schweiz wäre es nicht. Sie wissen zwei Sachen. Das eine ist Zulassung und das andere sind die Features mit der Kamera. Ihr könnt da etwas dazu sagen, ich glaube, es ist auch nicht ganz gleich. Ja. Also, Zulassung, wir haben eine absolute Grundsatz, wir haben immer mehr von der Swiss Finish verpflichtet. Wir haben ja das Bild genommen, das ist die einzige Ausnahme. Das ist alles, was wir hier tun. Und zwar sehr viel. Proaktiv oder nicht feststellen, das ist alles in Ausnahme. Ich habe ja Kompetenz, Kraftmeier oben, das zu unterschreiben, das ist schon gut. Also, das kann ich mir sagen. Aber das ist natürlich eine sehr kleine Meinung. Und wir haben einfach hier die Massnahmen mit dieser Geschwindigkeit, dass wir gerade abgedreht sind, zu machen, nochmals drücken und so weiter. Aber das andere, dort, wo wir wirklich auch keine Überwachung haben, in dem Sinne, keine Fernüberwachung,
Das heißt, wir haben eine Zulassungsmaschine, die sehr gut funktioniert, heute schon europäisch, und wir übernehmen das Teil geben. Die Hauptunterschied, und das kommt genau aus dem, was ihr jetzt angekommen habt, das ist das Daten, der Datenschutz. Oder ich muss mir vorstellen, wir hatten zum Beispiel Urner gehabt, letzten Sommer, wo Geld gemacht hat, wie man Ausweisverkehr. Ja, die wird nicht mehr, weniger als jede Mittellandbank. Man muss sich verkehren und müssen auch punktuell ausbauen. Aber sie haben sich politisch, einen Vortrag und so. Vielleicht auch wegen dem Dialekt, ein bisschen mehr politisch Gewicht. Und ja, trotzdem ist auch dort halt die Tatsache, dass man die Daten nicht bekommt. Das haben wir heute als Landschaftsbetrieb rund 70.000 Elemente IoT, heute schon. Internet of Things, das ist vor allem Kamera, das sind aber auch Sensoren. Und wir dürfen dort zugreifen. So, wenn wir wissen, welchen Verkehr über den Passerbund hat, für die Ausweichverkehr, dann stellen wir drei Schulklassen her, was wir machen. Das ist heute so und das ist auch das Datenschutzgesetz. Und das sind, muss man einfach sagen, das kann man über die Rechtsnummer lösen, das sind gesellschaftliche Konventionen. Und die Diskussionen sind angeschlossen. Und das betrifft nicht jeden Lebensbereich, einige Gesundheit und so. Ich bin gespannt, was hergeht, aber die Deutschen haben sehr viel, also innerhalb Europa immer noch sehr streng, aber doch ein bisschen besser als bei uns. Norwegen sind recht schmerzfrei. Also, wenn die Leute unterwegs sind, kommen wir eine Rechnung über. Das heisst, der nächste Kilometer kostet 5 Kronen und die Rechnung kommt fehlerfrei. Und das ist ausschließlich über eine Kamera, die uns schiebt. Das können wir in der Schweiz vergessen. Ich habe vielleicht noch ergänzt, ich habe Tesla die Frage gestellt, jetzt konkret wegen der Kamera. Die Antwort ist ziemlich klar. Geht davon aus, er ist nicht auf Detail eingegangen, aber er hat gesagt, geht davon aus, dass wenn in der Schweiz so eine Funktionalität nicht freigeschaltet ist, dann hat das rechtliche Gründe. Tesla will keine Risiken eingehen, dass sie irgendwie juristische Probleme bekommt wegen dem. Ich habe zwar gestaunt, weil nach meinem Wissen ist in Deutschland Gesetzgebung diesbezüglich mit dem JGPR oder der DSGVO, weil es heisst auch ziemlich tough. Aber offenbar ist es in Deutschland anders, hat es Tesla-Juristen anders interpretiert und darum im Moment darauf verzichtet. Ich weiss, bei BMW sieht man das anders, bei BMW funktioniert das in der Schweizer Auto, die Firma hat es anders interpretiert, aber da werden wir einfach nicht mehr sagen. Vor allem ist ja die Frage, ob das Datenschutzgesetz überhaupt funktioniert. Wenn ich auf Bänder laufe, dann wird jeder Aussage gefilmt. Du hast dann wieder mehr Schwankungen als irgendwo auf der Straße. Also ich bin überzeugt, wie wir das ja auch gehört haben, wir haben eine politische Diskussion gerade. Das Problem ist, was die Tatsache ist, alle Kameras, die lokal die funktionieren nach kantonalem Recht. Die kantonalem Recht sind sehr viel, da gibt es mal progressiver als Bundesrecht. Alles, was wir hier regeln, ist Bundesrecht. Und die Kantonalrechte sehr viel weiter. Also das führt zum Beispiel dazu, dass wir unsere 70.000 Elemente, vor allem die Kamera, dann haben wir einen dummen Ausgang und einen intelligenten Ausgang. Aber den dummen Ausgang, das ist ein bisschen plakativ, die ganze Sache. Also die Daten, wo man sehr wenig sieht, nur Bewegung, Geschwindigkeit, Vektor und so, die kann man zum Massen für das Verkehr sein. Wir dürfen nicht wissen, die intelligenten Daten für die Polizei. Und die Kamera, ich kann keine, also Euro-Elemente, es gibt keine. Früher hat es vor 5 Jahren noch gegeben, so wie der Gärtli-Kamera und der Dünne. Das gibt es nur, man muss nur noch fragen, ob es in Sobik ist. Immer gleich nur, so eine Frage von dem Algorithmus, die man hinten nachstellt. Und die Kantonal-Datenschutzgesetz können mit einer anderen benennen, zum Beispiel Fahndung, Polizei, Rasterfahndung. Das machen die natürlich mit unseren Daten, die wir dürfen nicht. Und das ist auch die Zukunft. Da gibt es einfach politische Diskussionen, wo ich jede Anschuldigung habe. Ich habe verstanden, ich würde auch sehr stark mit deutschen Regelungen austeilen. Es ist nicht ganz Zufall, dass Mercedes das einzige homologierte Fahrzeug ist. Wir haben auch eine eigene Industrie, die sie müssen fördern müssen, aus verständlichen Gründen. Ich habe nicht das Gefühl, wir sind wirklich im Gängelband. Und wenn das Ford nicht drin ist, Chrysler nicht drin ist und Tesla nicht drin ist, ist das nicht ein Zufall. Ja, ich weiß nicht, oder? Also, die ganze Schweizer-Skandale haben wir ja umgekehrt aufgemacht, oder? Die EPA, also die amerikanische Umweltbehörde, haben die einfach eigentlich die Automobilindustrie als Schweizer machen.
ist auch nicht ganz von der Hand gewesen, weil die amerikanische Automobilindustrie, die Verbrennerindustrie, ist eigentlich im Prinzip auch besser gewesen. Aber die Spiele laufen viel. Tatsächlich auch so, die Deutschen haben einen enormen KBA mit dem Bundesamt, haben die enorm potente, kompetente Maschinen für Vollgas. Darum gehen eigentlich auch Franzosen mit ihren Autos über die Deutschen. Das ist also nicht, denke, wenn es so wäre, oder, dann hätte zum Beispiel die EU, Frau van der Leyen, das Verbrennerverbot nicht durchziehen können. Was für mich der Fall ist, aber das ist meine persönliche Einschätzung, Konkurrenztechnologie aus dem Spitzmann macht irgendwo Sinn. Aber das hätte sie nicht können, wenn das würde stimmen und wissen würde, wenn also das Gewicht der Automobilindustrie so hoch wäre. Das ist nicht. Herr Rey, du vorher gesagt, für euch ist klar, die Effizienz vom Elektroantrieb, der ja mindestens dreimal höher ist als die Brenner. Wie sieht es aus bei der Flotte von Astra? Wie viel ist dort elektrifiziert? Ja, also wir haben natürlich den Eindruck, wir haben einen Eindruck von der lokalen Firma. Also wir müssen auch vernünftig und effizient investieren. Das heisst, wir brauchen unsere Fahrzeuge schon, bis zu einem vernünftigen Lebensende. Jetzt haben wir gerade einen Eindruck von diesen Sparvorgaben. Wir haben das Gegenteil entschieden von dem, was wir eigentlich möchten. Oder was wir alle möchten, haben wir das Fahrzeug noch länger, 2 Jahre länger. Wir haben die Zeuge am Ehrlich drum. Zwei Drittel von unserem Fahrzeugflotte elektrisch und einer ist noch verbrannt. Ja, das ist das. Aber die Reste ist elektrisch. Und man muss vielleicht auch dort sagen, oder, die elektrische Seite ist nicht per se einfach besser. Es hat den Trends, die mir gar nicht gefallen. Oder? Wir haben jetzt viele Fahrzeuge, die 2,5 Tonnen schwer sind, aber ich kann nicht wegen Tags mit 3 Tonnen. Ob das so unverständlich ist, oder? Sehr effizient ist, sehr E-Fahrzeuge hat den Doppelbereich von der Lundelkona, der Rossoli und so. Die Fahrzeuge fahren dir mit zwischen 15 und 17, 18 km/h. Das ist enorm effizient. Also das, ja, Tesla ist ein High-End-Fahrzeug, das bringt uns nicht Masse. Das Model 3 ist sicher kein Wir haben aus Zeitung noch 3 Fragen aus dem Publikum. Wer hat noch eine Frage? Reto, hast du noch eine Frage gehabt? Oh, oder? Ja, sorry, ja, musst du? Genau, ich habe eine Frage, wenn ihr sagt, Teilenfahrzeuge und zu günstigere Elektrofahrzeuge, der Durchschnittspreis für einen Neuwagen in der Schweiz ist 55.000 Franken. Der günstigste Tesla ist 42.000 und es gibt Elektroauto 30.000 wahrscheinlich. Also ist das. Ja, aber was man halt auch sehen, oder? Wir sehen sehr gut in der Entwicklung von Durchschnittsalter von der Flotte, dass genau das jetzt passiert, dass die Leute den Brenner sehr lange halten. Wir sind mittlerweile in der Schweiz vor 5,4 Jahre Durchschnittsalter für Fahrzeug. Noch vor 10 Jahren sind wir unter 7 Jahre. Und das sind die Effekte. Oder? Wichtig ist jetzt schon, ein Renault Clio kostet um die 20.000 Franken für Brenner. Aber die können dann noch so in mit der Batterie noch weniger zu dem Preis. Aber das ist schon. Ja, ich muss nicht ausspielen. Aber ich sage, es ist wichtig, dass jetzt mehr die Ölung, also die überall dazugehören, die alle dazugehören, die man braucht, die braucht, sehr häufig, das sind nur die Pato, die man hier drin sitzt. Das allein hat nicht für die Masse, wenn wir die Kurven haben, die wir gesehen haben, dann müssen wir unbedingt die Masse dort die Fahrzeuge bringen, die auch irgendwo nimmt, wo im Ende da hinten wohnt, im Signal oder der, der irgendwo weiter für heute 5.000 Franken Fahrzeuge in Occasion fahren hat, die müssen wir fahren. Das ist einfach eine Aussage. Und die Gewichtsthematik, die ist wirklich im Griff zu halten. Aber das wird sich nicht mehr. Ja. Rechnen Sie damit, dass in den nächsten 3 Jahren Hersteller die Anforderungen von Stufe 3 oder 5 vom automatisierten Fahren erfüllen wird, aufgrund von der SVG-Revision? Also es wird eigentlich wirklich offen, das wäre. Also ich kann nur sagen, wir haben mit der Revision nichts gemacht, was würde schon haben. Aber haben Sie auch mit den Herstellern gehabt? Ja, natürlich. Also die sind wirklich sehr einfach. Was sagen wir? Ja gut, also die lösen natürlich auch sehr ungern an die Karte bringen. Also ich kann sagen,
Audi hat einen 8er-8-Motor gehabt, die Kombination, und BMW Sitter, und beide haben zurückgezogen. Aber warum genau und so, das werden wir nicht erfahren, dass sie auch irgendwo Firmen kennen, sondern auch gut machen. Also könnte es sein, dass die nächsten drei Jahre nicht das dort gut also ich kann es nur hoffen. Aber wenn man die gesamte, Reihe anschaut, dann kommt es auf Fallfeld. Das ist, der geht in dem Fall mal nicht früher oder später. Ja, also ich sage, das ist schon. Und das auch, oder? Also meine, das ist eine sehr technologieaffine Firma, oder das ganze Thema überhaupt erst nachdenkt, und die anderen auch noch nicht so richtig. Also von dem her denke ich, die werden das locker nicht bringen. Oder fragen wir so lazy, oder ist es ein Aufwandwerk? Nächste Frage. Nein, wir machen die jemanden von hinten, du hast schon drei Mal von der Rechnung. Tesla hat ja FSD Beta 12 in den USA. Und welche Stufe entspricht das dann? Ich meine, ich sehe nur ein YouTube-Video, der hockt drin und macht nichts mehr. Oder? Also das müsste Tesla schon haben, bei uns ist es Kastrat, aber eigentlich könnten die das aufschalten und dann läuft es, oder? Man darf es dann noch nicht brauchen, aber... Das ist das, was die vorhin gesagt hat, wir können, aber wir darf nicht. Das ist genau. Aber die Tesla fehlt nicht, warum, wenn das so ist, machen. Tesla mit der Lusten machen, oder? Die warten auf euch, wie sie es fragen. Es ist ja schon da. Aber FSD Beta 12, also Beta 12 entspricht dort von einem 3, also ist nicht 10. Ja, aber das ist in dem Bereich, wer sagt denn alle, wichtig ist, in einem Umfallfall, dass die Aussage wirklich macht, entspricht dann muss der Richter dann sagen, ist so oder ist nicht so, sonst sind wir dann unter den Dämmern. Also dort sind wir die Frage, ist oder ist es nicht, dann ist es nicht so dran. Und sonst hätte das ein massives Problem. Also müssen Sie genau darum gehen Sie ja. Heute auf der Autobahn zum Beispiel darf ich das Auto den Spurwechsel nicht selber machen. Darf ich nicht. Wieso? Darf ich klar nicht, weil das SVG, Kraftwerktest jetzt kenne ich. Aber das heisst, ihr müsst doch das Gesetz anpassen. Ja, das ist jetzt passiert. Das ist passiert. Und jetzt braucht, oder? Gesetzgebung. Jetzt wird die nächste Jahr von einem Software selber schon. Und ich bin wieder bei diesen fünf gleichwertigen Elementen. Mörderfahrzeug, Elektro- und Finanzierung. Ja. Gesetz ist anpassen. Jetzt braucht man das Fahrzeug, das Kommunikation hat. Und dann braucht man wahrscheinlich eine Stufe 4, sind wir heute überzeugt, und vor allem Ausbildungselemente. Wo wir die Ausbildung ansetzen. Wir in der Schule lernen, das wird schon in der Ausbildung. Und jetzt kommt die letzte Frage von mir. Ist es denkbar, dass wir jetzt immer von autonomen, oder wir von autonomen Fahrern gemerkt, dass mit Stufe 5, das ist noch in Zukunft, ist es dir denkbar, dass das, was du gerade gesagt hast, mit dem automatischen Spurwechsel, quasi im Sinne von einem Fahrassistent, dass man das quasi vorzieht, ihre Zulassung und sagt, das ist nicht autonomes Fahren, das ist einfach ein Fahrassistent. Besteht so eine Möglichkeit? Ja, ja klar. Also zugelassen werden Stufen, da muss ich mich richtig verstehen, zugelassen werden eine von den drei Stufen, 3, 4 oder 5. Das wäre also das 3 jetzt. Das ist das 3. 3 sind hochautomatisierte Fahrzeuge, die aber vom Pilot immer noch eine grosse Aufmerksamkeit erfordern. Aber der Mensch muss trägt immer noch die letzte Verantwortung. Genau, und wir haben dann in der Gesetzgebung und jetzt auch in Ausführungsverordnung, die Deutschen, die Franzosen, die haben eine Zeit drin. Oder? Die sagen, innerhalb von 6 Sekunden muss man reagieren, die machen das Messen. Wir haben jetzt eine offene formuliert, wir sagen einfach innerhalb von angemessener Zeit, und so sehr rechtsprechend. Aber das 3 ist noch nicht der, die ihr zeitig lesen auf der Autobahn. Sondern das ist das 4. Gut, ich möchte hier zu einem Renko für einen Teil mit dem Röntgenbecken. Wir haben dann, für die, was interessiert, zum Thema FSD, 5-10 Minuten von Henning Frey noch, eine Vertäufung zu diesem Thema, für die, was interessiert. Ich möchte mir den Röntgenbecken ganz herzlich bedanken, für dass ihr euch Zeit genommen habt und uns, ja, nicht selbstverständlich, herzlichen Dank für das.
dass ihr in Zukunft so Dokumente und Vernehmlassungen mit einem gewichtigen Kugelschreiber euch unterschreiben, wenn ihr da noch so etwas speziell ist. Das ist ein Original, da wird die Fahrt für die Feinnummern gelaufen, die 1856er-Zellen, also die alle, die ein Model S und X fahren, die haben garantiert drin. Die Zellen drin, ein paar Tausend, nicht mit der Zunge probieren, sie ist noch geladen. Das wäre einmal etwas für zu mitnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass an einem ruhigen Abend vielleicht ein Schluck feiner Rot auch noch gegeben wird. Merci vielmals. In Ehren halten und das auf den Besprechungstisch. Und das hier geben wir der jüngsten Person im Saal. Das mache ich immer so, wenn ich grundsätzlich bin ich auch für euch. Und für euch. Aber das hier ist so ein symbolisches Ding, das nehme ich sehr gerne. Merci. Mit dem Merci sagen, muss ich noch weiterfahren, weil es ist nicht einfach, dass man den Direktor von einem Bundesamt kann einladen, beziehungsweise einladen kann man ihn schon, aber dass er dann auch zusagt. Und ich habe tatkräftige Unterstützung von Hans-Uli Born. Ich sage dir herzlichen Dank dafür, wie es da. Wir haben ja dir noch etwas Kleines mitgebracht. Schau, hier in deinem jugendlichen Alter gehst du etwa noch am Baden und dann haben wir so ein Kochbadtuch aus feinstem Bauwolle. Und eine kleinere Variante. Das gibt's. Das ist schon noch nicht. Merci vielmals. Merci vielmals. Gut, jetzt ist noch vor, dass ihr, bevor ihr essen und trinken oder heimgeht, die 5 Minuten noch investieren, weil dass der Henning euch jetzt zum FSD noch erzählen kann. Also jetzt wirklich rein Tesla-technisch ist hochkarätig ebenso. Henning? Bevor der Henning anfängt, ganz kurz noch zur Erinnerung, all die Mitglieder von Tesla Owners Club Helvetia, die noch nicht so einen Code abgeholt haben für die Z-Volt-Karte, die können die beim Rausgehen holen. Das ist im Gegenwert von 20 Franken, wo man dann dort seine Karte wieder laden kann. Und ja, für 20 Franken gratis umfahren. Hm? Und die noch nicht bei uns im Club sind, die haben auch die Möglichkeit, sich noch zu bedienen. Wir haben die Taschen parat gemacht mit dem T&D-Magazin drin und anderen Sachen, die euch sicher wird interessieren. Der Dani ist dann beim Ausgang und wird euch da gerne bedienen. Und für das wir so Anlässe organisieren können, brauchen wir Mitglieder und deren Teilnahme. Also, wer noch nicht Mitglied ist, ich sehe da schon ein paar, wo ich weiss, dass sie nicht dabei sind. Die können jetzt beim Rausgehen, wenn sie das Täschchen nehmen, dort ist unsere Webseite drauf, teslaowners.ch, und dort hat es einen Link, da kann man klicken, Mitglied werden. Das ist ganz einfach, wir versprechen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Merci vielmals. Ich habe ein bisschen Feuer, also ein Workshop, den ich gerade plane. Ich mache nur einen kleinen Abriss, weil der Sinn nicht aufwendig. Ich sage von der Welt, ich gehe mal ein bisschen auf das ganze Thema vor den Gesetzlichen ein. Das ist nämlich die letzte Stufe. Versuche da mal eine Brücke zu schlagen zu dem, was der Wolkensberg gesagt hat. Also wenn wir über autonomes Fahren reden, müssen wir das erstmal zerlegen in so verschiedene Stufen. Und die erste Stufe, das ist schon die größte Streitfrage, da geht es los, das ist die Sensorik. Gehe ich gleich drauf ein. Die nächste Stufe ist Labeling, dann kommt das Thema Fahrentscheidung, wer entscheidet, wie das Auto zu fahren hat. Und dann noch die gesetzliche Situation. Und alle diese Dinge müssen wir unter einen Hut bringen und dann können wir über automatisiertes oder autonomes Fahren reden. Die Sensorik ist ja schon eine tolle Streitfrage zwischen unterschiedlichsten Herstellern. Was kennen wir? Wir kennen Radar, schon sehr lange. Wir kennen Ultraschall,
zu parkieren, mit einem Kameras und mit keinem Lieder. Da gibt es jetzt die Behauptung, es geht nicht ohne Lieder. Wenn Herr Maas behauptet, es geht nur mit Kamera, die Wahrheit liegt, ich mutmaße mal, irgendwo in der Mitte. Ich glaube, wir kommen auf Kamera und Weitstreckenradar raus, aber das ist alles Spekulation, wir werden sehen. Die Tafel zeigt so ein bisschen, was macht das Radar und vor allen Dingen, was kann das wieder? Das kann nämlich gar nicht so fliegen, wie man immer glaubt. Die Kamera ist ja schon ein sehr gutes Werkzeug und bei dem Thema kommen wir mal auf die entscheidende Funktion, nämlich das sogenannte Labeling. Es ist der erste Schritt, wo wir auch schon KI sehen, nämlich in dem Auswerten dessen, was unsere Sensoren sehen, hören, riechen, nein, sie sehen, sie fühlen. Also was kann ich aus der Kamera auswerten, was kann ich aus dem LIDAR erkennen, was kann ich aus dem Radar erkennen, was kann ich aus dem Ultraschallsensor erkennen. Und da ist am Ende des Tages, wie sich immer wieder zeigt, die Kamera in gewisser Hinsicht sehr einfach auszuwerten, aber es braucht enorm viel Rechenleistung. Das wissen wir ja selber, die steigt von Jahr zu Jahr. Und wir sind da noch nicht am Ziel. Also ich denke mal, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir die Rechenleistung haben, dass es wirklich so geht, wie sich das alle vorstellen. Ein Herr Mast stellt sich das tatsächlich vor, dass es nur mit der Kamera geht. Warum tut er das? Weil wir als Menschen eben auch nur mit dem Auge fahren. Wir haben am Ende des Tages auch nichts anderes. Jetzt müssen wir den Verstand, den wir haben, noch mit künstlicher Intelligenz haben. Wenn wir das packen, dann könnte tatsächlich die Kamera der bessere Weg sein, weil die Kamera die kann ich weitestgehend im Auto verstecken, die kann ich auch gut beheizen. Das heißt, die funktioniert auch einigermaßen noch gut, wenn es draußen scheint. Und was wir alle schon beim Radar gesehen haben, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema automatisiertes Fahren, da denke ich dann an den Mercedes, der mittlerweile im Stauassistent schon 60 Stundenkilometer auf der Autobahn alleine fahren kann, der bleibt auch ganz schnell auf der Strecke, wenn es anfängt zu schneiden. Nur mal so Beispiel. Also da ist noch lange nicht das letzte Lied gesungen und ich werde auch jetzt den Film anzeigen, der da eigentlich läuft, da kann jeder mal in YouTube gucken, da einfach mal Labeling und automatisiertes Fahren ein, da sieht man dann so, was im Tesla im Hintergrund schon alles tut. Also wenn die Kameras bauen ja, also mittlerweile haben wir 8 Kameras im Auto, diese Kameras bauen ein 360-Grad-Bild erstmal zusammen und dieses wird dann ausgewertet. Und da werden Schilder erkannt, da werden Mülltonnen erkannt, da werden diese Hütchen erkannt. Das ist aber alles noch dreidimensional, dann kommt die vierte Dimension dazu. Man versucht, die Einzelbilder, die man da erzeugt, noch in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Und dann kriegt jeder Gegenstand, der sich in diesen Bildern bewegt, einen Bewegungsvektor, also eine Richtung und eine Geschwindigkeit. Damit ein System überhaupt sehen kann, da ist ein Objekt, das bewegt sich, ist erstmal völlig klar, was es für ein Objekt ist. Das Objekt bewegt sich. Kommt es auf mich zu oder fährt es von mir weg? Kreuzt es die Straße, fährt es in meine Richtung, wird Abstand mehr, wird Abstand größer. Das ist das Thema, was Labeling machen muss. Und wenn wir das alles haben, wenn wir unsere Umwelt, wenn der SSD-Computer, unsere Umwelt wahrgenommen hat, dann kommt das Thema der Fahrentscheidung. Und hier haben wir jetzt den großen Schritt. Das, was wir im Labeling haben, das funktioniert ja schon seit 2-3 Jahren mit KI. Das habt ihr ja schon mal gehört. Was jetzt kommt, ist der große Unterschied. In der Tesla-Sprache FSD V10, FSD V11. Die FSD V10
ist noch eine Software, die rein programmiert wurde. Da haben sich also Leute hingesetzt und haben gesagt, wenn die Situation ist, dann musst du so reagieren, wenn die Situation ist, dann musst du so reagieren. Und wenn dann das dazwischen kommt, dann muss man anders reagieren. Das ist also jede Zeile Code für jede Entscheidung selber programmiert. FSD11 ist jetzt wiederum KI-basiert. FSD11 funktioniert so, dass über das Lernen der bewegten Bilder, die aus der Flotte gezogen werden, die Software zur Fahrentscheidung über ein neuronales Netz selbst entscheidet, wie sie zu fahren hat. Das ist neu. Wie sicher das ist, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt in der Erprobung. Station 12. Und vor allen Dingen muss jedem klar sein, das, was da passiert gerade, das passiert in Amerika und das passiert in Kanada. Da sind die Straßen größer. Da wird mehr so schnell gefahren wie in Deutschland. Da sind die Ampeln auf der falschen Seite der Straßen. Das hört sich jetzt ein bisschen krimineller. Die Ampeln in Amerika sind hinter der Kreuzung. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Zeit zu entscheiden. Bei uns stehen sie vor der Kreuzung. Da kommen viele Dinge auf das dazu, die in Europa völlig anders sind, als ob wir das nicht zuständig viel glauben. Dann mal möchte ich bei der Gelegenheit eingehen auf das Thema, warum ist eigentlich auch nur so schlecht? Das war doch schon mal besser. Das hat mehrere Gründe, warum das schon mal besser war und warum das jetzt so schlecht ist. Und warum sehen wir in Videos aus Amerika was ganz anderes, als wir hier erleben. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das, was die Amerikaner uns in ihren Videos zeigen, das ist FSD 10, FSD 11, das sind die Fahrentscheidungen, die der FSD-Computer trifft. Das haben wir hier nicht. Diese Software ist nicht in unseren Autos. In unseren Autos ist eine, also ehrlich gesagt, eine astbar uralte Software, die seit im Herbst 2014 wurde die in Betrieb genommen. Und an der wurde ein bisschen rumoperiert, würde ich sagen, rumoperiert dahingehend, dass, und das ist das, was viele spüren, es seitens der Behörden ein paar Regularien gab, die gerade in Europa ziehen, die jetzt das, was wir fühlen, in der Tat schlechter machen. Also eines der schönen Beispiele war eine Regel, die eingeführt wurde, die besagt, wie viel maximale Kraft der Lenkassistent in der Lenkung ausüben darf. Die gab es nicht, die wurde eingeführt. Das führt dazu, dass der Tesla eben in einer engeren Kurve bei einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr so fahren kann, wie er eigentlich könnte. Also das, was er vorhin gesagt hat, was theoretisch kann und was gesetzlich erlaubt ist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da sage ich, das ist mit Sicherheit ein bisschen deutsche Interessenspolitik. Ich glaube, dass wir wieder zurückfahren, wenn ich schon mal sage. Jetzt gehen wir noch auf den letzten Punkt ein. Das ist die gesetzliche Seite. Und die gesetzliche Seite ist mega komplex. Weil wir haben es eben nicht nur mit der Schweiz zu tun und wir haben es nicht nur mit der EU zu tun, sondern man muss das irgendwie versuchen, weltweit. Zumindest mal auf europäischer Ebene muss es am Ende gesagt vom Markt bis sie funktionieren. Und da gibt es ganz viele Interessen. Und in Deutschland gibt es ganz viele Interessenskonflikte. Und die spielen da alle eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist jeder daran gearbeitet. Und so sieht das dann aus. Also da machen sich ja viele Leute ganz viel gehört. Ich möchte noch ein bisschen was zu diesem SAE-Virus erzählen. Also man spricht am Ende des Tages so, um das Versuchen zu verstehen von fünf Stufen.
gründen wir die Tesla Stufe 2. Und die nächsten Schritte sind eben dieses Teil automatisiert oder sagen wir mal eher das assistierte Fahren. Das ist Stufe 3, das ist ein Ziel, das es kann. Man kann schauen, von 60, er soll jetzt demnächst bis 120 kommen können, also bewegt sich das. Und die Stufe 4, die setzt dann auch schon die miteinander Stadtverkehr mit rein. Das ist, was wir eigentlich brauchen, Stufe 5. Aber Stufe 5 ist so, wie sie regulatorisch momentan ist, so ausgelegt wie auch im Flieger, dass alle Systeme, die dafür vorhanden sind, doppelt da sein müssen. Also hier ist schon ein großer Unterschied zwischen der Vorstellung von Herrn Mast und für dem, was der Gesetzgeber momentan sagt. Weil auf der SAE-Level Stufe 5 müsste die Sensoren ausfallsicher sein, dann muss der SSD-Computer ausfallsicher sein. Das ist es alles noch gar nicht. Das ist der Unterschied zwischen was könnte er und was darf er. Die Diskrepanz wird noch eine Weile bleiben und da wird man sicherlich auch Erfahrungen sammeln. Ich glaube nicht, dass wir heute schon sagen können, wer sich da aufs Gehen zubewegt. Es wird am Ende des Tages von Erfahrungen entschieden. Aber wenn sich zeigt, dass die Automobilindustrie ohne doppelte Systeme das zuverlässig hinbekommt, dann kriegen wir vielleicht eine Änderung im Gesetz. Wenn sich aber immer wieder Fehler zeigen, die auch zu schweren Unfällen führen, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass sich das Gesetz nicht ändert. Dann müssen sich die Hersteller anpassen. So. Das einfach nur mal so. Ja, oder ich wiederhole es dann nochmal. Ja, also für mich scheint der Knackpunkt zu sein, dass die europäische Zertifizierungsstelle alle Fahrzeuge prüft und die da durchkommen, haben ja gute Chancen, weil wir das Zustimmung haben und die nicht durchkommen, ist dann interessant, das zu beleuchten, was gemängelt hat. Ja, aber am Ende des Tages haben wir ja am Ende des Tages haben wir ja gesetzliche Regelungen, die ziemlich weit gehen, nicht nur europäische Ebene, ist es nicht eine europäische Zulassung, sondern es ist einmal die Frage, für was stellt der Hersteller überhaupt Antrag? Und dann kommt die Zulassung. Faktum ist aber, dass ein Tesla bis heute noch nicht einmal einen Antrag gestellt hat auf automatisiertes Fahren in Europa. Das wäre die Nachbesserung. Ja, das wird kommen. Also Stufe 3, da bin ich sehr überzeugt, das wird was kriegen werden. Das wird auch absehbar sein, aber das wird sehr stark vom Erfolg von FSD V11 abhängen. FA12, ja. Genau. Weil die werden nicht mehr ihre Programmierer hinsetzen und Fahrentscheidungen programmieren lassen für Europa, die in Europa definitiv eine andere sind als in Amerika. Da geht kein Weg dran vorbei, das ist einfach so. Was es ja noch gibt, wir Tesla-Fahrer fahren ja die ganze Zeit rum mit unseren Kameras. Und Tesla lässt ja seine FSD wahrscheinlich im sogenannten Shadow Mode schon bei uns fahren. Ja, also ein bisschen was zu der Technologie, wie funktioniert der Shadow Mode. Ja. Also wie funktioniert das ganze Thema überhaupt? Im Shadow Mode versucht das System Fahrentscheidungen zu treffen und gleich die ab mit dem, was wir als Fahrer tun. Und immer dann, wenn wir was anderes tun, als der Shadow Mode gerne tun würde, dann werden diese Fahrsequenzen quasi gespeichert, nachts übertragen und von der KI ausgewertet. So grob kann man sich vorstellen, wie das ganze System funktioniert. Also, es wird immer gesagt, Tesla hat so viele Daten von so viel, wie viele Millionen Kilometer mittlerweile pro Tag gefahren werden. Das stimmt ja so in der Tabelle. Das ist dann irgendwann zu viel. Das Faktum ist, das System überträgt Daten. Ich habe das auch mal gemessen. Also wenn ich in Deutschland im Büro war und komme dann zurück, dann kann ich die Wörter nachstellen, nachts gehen dann mal so 4, 5, 6 Gigabyte zum Tesla über die Leitung.
aber der wird dagegen eingesetzt. Aber das ist nicht ganz Strecke, also wenn ich das 5 Stunden lang aufgezeichnet hätte, würden wir 5 Gigabyte enthalten. Also er nimmt, das ist Shadow Mode, überlegt sich, trifft seine Vorentscheidung und gleicht die ab, in dem, was er tut. Ja? Insbesondere dann, wenn man den Autopilot anhat, dann übersteuert. Das sind so typische Situationen, wo er eine ganze Sequenz nimmt, die wird dann übertragen und die wird dann ausgewertet. So, jetzt würde ich, Jimmy, du hast vorhin gesagt, ja, der Tesla hier in der Schweiz, anders als in Deutschland. Meines Wissens gibt es genau zwei Themen, die gerade hier anders sind. Das eine ist die rechtliche Situation mit Bezug auf die Kameras, hast du schon erläutert. Und die andere Situation, die wir haben, ist das fehlende Übernehmen der Verkehrsschilder, wo immer wieder gesagt wird, der kann die nicht lesen. Nein, das stimmt nicht, der kann die lesen. Wenn die nach Italien fahren, nach Frankreich oder nach Deutschland, dann werden die sie nicht anlassen. Der darf das in der Schweiz nicht. Das hat am Ende des Tages auch eher so ein Privatkrieg im Hintergrund zwischen Herrn Mast und der Firma Mobile Eye, und die Firma Mobile Eye, dann auf dieses Thema Schilderkennung und Übernehmen ein Patent hat. Das ist in der EU vor 2 Jahren ausgelaufen, aber in der Schweiz haben sie es später beantragt und in der Schweiz ist es jetzt erst zum Ende des Jahres 2023 ausgelaufen. Also wir dürfen vorsichtig darauf hoffen, dass das irgendwie im nächsten Mal auch zu uns kommt. Aber das hat nicht mit Köln zu tun, sondern schlicht ergreifend auch hier sind sie jetzt kann man ja sagen, an der Stelle ist es ein Gesetz, es ist am Ende des Tages ein Patent. Und da gibt es die Möglichkeit, ein Patentgebühr zu bezahlen oder nicht. Der Mast wollte sie nicht bezahlen. Und dann ist das so. Schreibe ich ihm gerade auf X, dass er das jetzt umstellen kann. Ja. So. Dann konntest du erzählen, was du wolltest. Ja, ich wollte so ein bisschen Einblick geben über die Komplexität des SSD und dass sie eben nicht nur aus gesetzlichen Regelungen und Technik besteht, sondern mir war es auch wichtig aufzuzeigen, wie man auch diese technische Seite zu interpretieren hat und welche verschiedenen Hürden, Ebenen es da gibt und wo wir mit KI bestimmt auch Dinge in Zukunft sehen und uns weiterbringen werden. Ich habe ja anfangs gesagt, wir müssen versuchen, diese Entscheidung, die wir treffen, mit unserem Auge, wir nehmen unsere Umwelt in erster Linie mit dem Auge wahr und aus dieser Entscheidung heraus müssen wir oder fahren wir. Und das müssen wir jetzt dem Computer beibringen. Vielen Dank. Ganz zum Schluss, das, was ihr jetzt gehört habt, im Kontext mit Technik, also führen wir vom Club verschiedene technische Workshops durch, ein Grund mehr für die Mitgliedschaft. Das wird ich euch mit auf den Heimweg geben. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen vom Vorstand, bedanken, dass ihr den Weg genommen habt, hierher sind gekommen. Und zum weiteren Vorgehen, ich weiss, es kann nicht alle messen, die heimgehen, denen wünsche ich ganz eine gute Heimreise, wenn man muss laden, 200 Meter hier weiter, nebenan ist der Supercharger Bern. Und der andere, da geht es 2 Stück runter, hier in dem Lift, und dann geht man rechts raus und befindet sich im Restaurant. Ich wünsche denen, die hier bleiben zum Essen, einen guten und freue mich, euch bei anderen Gelegenheiten zu sehen. Merci vielmals.